ein kleiner Test, wie laut wir sind. Hallo? Also, geht los. Wir spielen Shen zum Warmwerden, okay? Shen, Domain, Boom. Ja, ist Senna für mich ein angenehmer Gegner? Nope. Warum? Weil sie so viel mehr Reichweite hat, du kannst niemals an sie rankommen. Also wenn sie gut spielt, dann niemand. Ja, das ganze Game wird eh Botzeit entschieden werden. Ne? Jenna Caitlyn gegen Senna Leona. Also da Botner wird eine Menge gefightet werden. Topner wird eher so als unterstützender Faktor fungieren. Im Optimalfall. Okay. Ja, das heißt, wir bleiben ganz vorsichtig. Last Hidden ist super wichtig, aber kriegen wir hin. Jetzt, wenn die Duality Wave ein bisschen mehr so in der Mitte haben, genau, damit der Level 2 Würste der angreifbarer steht. Weil der nächste Melee gibt dir Level 2 und gerne geht dann Taunt ihn einfach, wenn du kannst. Okay. Geil, jetzt cool durch, aber auch Typ. Schön. Oh, okay, noch einmal. Okay, schade. Trotzdem guter Trade. Einfach das Minion angegriffen, Alter. Noch besser, wenn du es nicht gemacht hast, aber es ist ein guter Trade. Lass den Minion um, genau, geil. So, okay. Die Wave ist jetzt sogar optimal, push die Wave hier. Weil alle deine Mage-Minions leben noch, das heißt, diese vier Mages helfen dir jetzt dabei, die Wave zu pushen, sodass die Wave auf der vierten Wave immer zu dir zurückkommen wird, bouncen wird, nennt man das. Und genau, und den vierten Outside von Cannon, der mit seinem Power wählen, den kannst du auch selbst wählen. Genau. Dann siehst du dann so, genau jetzt hat er den zum Beispiel. Dann hast du ihn wählen können. Okay. Ich hab getroffen, ja. Aber ich hab wenigstens noch nicht viel gehabt. Die Wave ist huge as fuck. Yay. Lass du noch die Minions und ich würde danach recoilen. Das ist jetzt schon zu low. Er wird auf der Level 6, dann kann er dich einfach ranflashen. Auch wenn du hier für eine Menge verlierst, ist immer gut auf der Cannon Wave zu resetten. Weil es sind 7 Minions statt 6 Minions und dieser Minion ist auch sehr tanky, kauft einfach Double Recrystal für den Anfang. Genau, weil das ist auch nochmal wichtige Regel für alle Leute, die gerade vielleicht zugucken, ist, auf 7 Minions resetten ist super geil, gerade wenn es Cannon Wave, also der Cannon Wave halt 7 Minions, weil der Cannon Wave für den braucht der Cannon in dem Fall, also der Champion. Der Cannon. Genau, der braucht 4 Länge, um das zu pushen. Wir sehen, er bekommt die Wave nicht rechtzeitig unter den Turm und selbst wenn er so den Turm bekommen würde, hält der Cannon Minion 7 Turmshots aus. Mit anderen Worten, Maxim hat viel mehr Zeit zurückzukommen, um noch ein paar mehr Minions zu lasteten, als wenn man auf normalen Wave resettet, denn die wäre schon lange unter dem Turm. Du würdest nichts bekommen. Hier bekommst du sogar die XP für den Cannon Minion. Kannst du jetzt gleich direkt hinterher holen, wenn du gleich Level 6 wirst? Ja. Dann kannst du die Wave vor deinem Turm freezen, genau. Wenn du weißt, genau, zieh sie ein bisschen nach oben, wähl dich selbst. Bleib in deinem WLAN, wenn du dich wählen willst. Aber ich wähle es auch gut. Ich würde nicht ulten, wenn du einen Freeze hast. Ist gerade gut für dich und Ubi ist eh schon gestorben, dein Wake ist weg. Ja, da bin ich mal die Box studiert, du. Wenn du dir gleich da hast. Oh, du hast gerade gewordet. Ich versuche, Ubi ist gleich da. Schön, so geht's auch. In einem dummen Block würde ich sagen. Ich glaube, du solltest sterben. Kannst du noch hinterher flashen? Nice. Am Junge! Geil. Ja. Schöner E. Musst du nicht mal flashen, perfekt. Oder? Nee, ich glaube nicht. Also, das sieht fein aus. Nice. Hast du bist jetzt recht defensiv aufgestellt. Guck, ja, ist gut. Geil. Der brennt noch, aber du hast das. Ja, du hast den gerettet. Und Wukong hat geweht. Ich dachte, wir mehr. Ja. Hätte ich auch nicht, hätte es genauso gemacht, by the way. Du kannst den Udi gleich shielden mit deinem QW. Denk dran. Okay, das ist raus. Komplett war. Lauf zurück zu deinem Top-Main. Du wirst 3 Medis verlieren, vielleicht noch ein Mage. Top, da wirst du ein bisschen was verlieren, aber wieder. Du wirst nicht viel verlieren. Kann ich ihn hier? Nee, kannst aber zu Lane laufen. Du wirst dir einen Medi-Minion verlieren und der Cannon-Minion wird den Rest tanken. Das heißt, du wirst alles bekommen. Selbst den Cannon-Minion wirst du XP-technisch bekommen, was das Wichtigste ist. Ja, ihr taunt ihn. Geil, Q durch und durch. Ja, und renne mit der. Mach Rotflex währenddessen. Oh, geil. Oh, okay. Er ist so dumm, wie scheiße. Aber das ist gut bestraft. Sieht auch super gut aus für dich. Geil. Ja. Wenn Udi da reinläuft, ist Udi dein bestes Ziel. Aber auch Caitlyn, wenn Cannon hier auf sie geht oder so. Ich würde auch Udi holen. Ah, das Ding ist gestanden, aber er hat Facewash gepockt. Oh, was? Das war der Affe! Nice, schönes Ding. Gucken wir auf Udi ein bisschen. Vorsicht, Udi. Ja, und Jenna ultet. Geil. Gut gemacht, Jenna. Gute Rettung. Schön, dass du Cannon tötest. Er hat der Klon, in der letzten Sekunde des Klons hat er geultet, ne? Oh, willst du da? Shit. Na, alles gut, du hast es bloß gefühlt. Ich hab's richtig gefühlt, Alter. Ihr denkt, dass du hier wehgehen willst. Okay, schade, das wird nicht reichen. Doch. Ja, doch nicht. Udi ist so dumm, oder? Ich dachte, es wäre Ignite von Kiana, aber es war Phoenix Dance. Ich dachte, er wäre tot, weil er ignited ist, aber er war nicht ignited. Aber Maxim, vertraue dir bitte wieder selbst. Du hast gerade eben geflash-eat und das will ich nie wieder sehen. Du machst nächstes Mal wieder flash eat. Ja, ich habe Angst, dass ich gegen die Wand geht hätte. Deswegen sag ich ja, du musst dir selbst vertrauen. Ja, okay, das weiß ich. Soll ich das Ding irgendwo hinziehen? Oder? Genauso ist gut, weil jetzt kann Udi viel leichter ganken, wenn du wirst. Wow, ja, ihr habt das. Oh, das habe ich nicht gepeilt. Das hast du nicht. Okay, lauf auf ihn drauf. Udi ist gleich da. Geil, er hat jetzt. Oh, das ist so gut. Ja, der Bär ist. Der rennt den runter. Das ist halt so gut. Also, warte, töte den. Ich will, dass du den kill nimmst. Warte. Oh, der ist halt schnell, ne? Ja. Das ist halt so, hä?
Das war gut von dir, weil der Kenner hat geintet. Der Kenner darf niemals ehen, wenn er von dir geeht wird. Ja. Genau, der hat zweimal jetzt ein richtig unlucky Timing gehabt, genau. Dass er neben mir steht und macht. Dann kann er niemals wegrennen, dann muss man es mit mir für nach dem Taunt und dann ist er immer tot. Ja, wenn ihr jetzt einen Ash Force könnt, ist nicht mal schlecht. Na, schon zu spät, wenn er hat keinen Bock mehr. Ja, ja. Wenn ihr ihn sofort macht, hat dem Kenner stirbt, weil ich dachte, wenn er dafür flasht, ist das sein Plan. Ihr könnt halt nicht unbedingt einen Ash bekommen, aber ihr könnt den Fight unterschätzen. Du hast auf den Klon? Scheiße. Ja, das war das, aber es war in der Kick-Kick. Oder auch mit. Oh, Flash Ignite, oh nein. Oh nein. Aber ich will, dass er tot ist. Das ist nicht mal schlecht, weil er Double-Buff hatte, aber oh nein. You need to die, wir müssen siegen, hast du gesagt. Der arme Wukong, der ist so disrespectful. Weil der hat ja schon gebrannt. Hier, wenn Zander recallt, ich würde Nash forcen. Wir haben Zander gerade in der Mitte-Lane Recon sehen. Ich würde sofort Nash forcen, aber... Ja. Ihr könnt den Nash wirklich bis zum Ende aller Tage tanken und dann müssen die Gegner zu euch kommen und dann wollt ihr niemals Nash haben. Ihr wollt nur den Gegner zum Fight zwingen. Nathan, der sieht dich als Reaper. Ja, gut, dass du nicht getauntet hast. Dann für die richtige Entscheidung. Ihr könnt das gucken, ob du tauntest, ja. Ja, der echte brennt, aber okay, er wird nicht sterben. Die blocken das nicht! Getaunte gleich rauf. Geil. Oh! Bist du in der Zerrandungs noch? Okay, perfekt, musst du schon. Ich hab gehofft, dass du hast aber hier den Gage gefunden. Ja, Nash, der Jungler ist tot, der Topliner ist tot, Nash ist jetzt free. Und das Sandfire hat das schon. Du hättest das alleine gemacht. Sehr schön, ja, kauf dir einfach den Tiermann. Geh ein bisschen mehr Damage, du bist tot. Nee, verkauf deinen Pot für Pink Dots. Ja, ist jetzt im Endeffekt, das hier ist gut. Und das ist fast das 4 angesprochene 4-1. Hä, was ist denn hier? Das ist ein Base, wir nehmen nicht keinen langen Fight, aber sie hat keinen Flash, also sie ist hier sehr, sehr out of position. Wenn gerade nicht so hart gehen, Fizz ist ein Base. Jetzt seid ihr in einem 3-1 aktuell, weil Fizz nicht da ist. Aber das ist schon noch gut so eigentlich. Weil jetzt seid ihr Botlane, da seid ihr sehr viel schwieriger zu engagen. Oh ja. Da hättest du reingetauntet, ne? Nö, gar keinen Fall. Ich hab Angst vor. Wir hätten wirklich nicht reingetauntet. Das war kein Witz, weil das ist der einzige Weg, den ihr verliert. Cannon ist noch nicht da. Fizz. Und ihr habt jetzt 2 Cannon-Minions, die von Nash gebufft sind. Ihr müsst nicht fighten. Die Cannon-Minions machen den Job für euch. Das ist immer so wichtig. Nash ist ein Buff für Minions. Man muss nichts machen, wenn man Nash hat. Die Minions spielen das Game für dich. Das sind 3 Cannon-Minions. Die nehmen auch gleich den nächsten Turm für euch, wenn ihr nicht fightet. Wenn der Gegner engaged hier und bitte bleib Blasti gebufft. Oh nein, dann gibt ihr auch nicht die Cannon-Minions auf. Caitlyn Jenner, bleib doch hier! Ich kann nicht. Ja, du musst, dann bleibt GZ im Team, das ist dumm. Ich könnte aber Botlane legit den Turm nehmen. Ich hab 3 Cannon-Minions, nehmen den Turm alleine. Okay. Hier brennt niemand, ne? Ja, doch. Das, der brennt. Er wird doch sterben, bevor du da bist, oder? Not bad. Geh raus jetzt hier nach. Lauf nicht unter den nächsten. Okay, lauf nicht davon. Das war keine Absicht. Alles gut. Ich wurde geschoben. In den Punkt raus. Independent raus. Caitlyn sollte auch raus. Recon zum Drake kommen. Wunderschön. Besserer Play wäre noch gewesen, Botlane zu bleiben mit den 3 Cannon Minions. Aber um einen Turm zu nehmen, ist das so viel wert? Du könntest doch viel mehr machen als das, weil das Ding ist, ihr nehmt ja nicht nur den Turm. Ihr habt jetzt alle Midlane genommen, den Turm. Aber wenn die Gegner auf euch reagieren müssen, Botlane, kriegt ihr den Midturm so oder so. Geil. Du bist super OP, du spielst auch ein extrem cleanes Game. Danke. Also wirklich. Er macht das aber nicht, oder? Der war doch gefistet. Ja, er wird komplett weggefistet. Tschüss. Bam! Weggefistet. Jetzt ruhig nochmal lang. Guck ein bisschen auf Fizz, genau. Mit F2 oder F3, je nachdem, wo du überhaupt gelegt hast. Oder da platziere ich mal Harz, Omen geht an. Die Wirkung ist verzweifelt, der kann aber nichts tun. Jetzt habt ihr 6 Super Minions pro Way. Einfach in der Base bleiben, die Gegner pressern. Ihr könnt ja eigentlich schon das Game beenden, ihr wollt nicht unbedingt auf Nash fahren. Top-End ist die wichtigste Wave tatsächlich. Weil da ist noch, guck mal, die nächste Top-Wave, guck mal auf zur nächsten Top-Wave gleich. Das ist noch keine Super Mini-Wave, das heißt. Jetzt wird die Top-Wave viel langsamer brauchen als die anderen Waves, weil da sind schon super Minions. Imperial Mandy geht nicht auf Turret, oder? Nope. Kette könnte das gleiche tun. Kette bitte einfach den Turm. Okay. Jetzt hat die gar keine Möglichkeit mehr. Dann wird jetzt auch einfach engagen, einfach nur verfahren. Ich hätte den Spiel gewonnen. Hat den Säcken runtergespielt. Ich glaube einfach nach vorne. Unter den Udi oder sowas auch immer. Ich stelle mich gerne. Ja, nimmst du den noch. Nimm auch den Exos. Nice. Schönes cleanes Game. Wirklich, wirklich viel. Nicht ein Death. Also nicht ein Fehler erlaubt, du hast ein paar Inaccuracies, würde man im Schach sagen. Auch keinen einzigen Blunder, Patzer, Fehler. Kennst du. Wirklich clean. Geiles Game. Well played. Nice, Mann. Das war wirklich Laune gemacht. Richtig cleanes Game. Seht ihr das, Leute? Coaching. Was war einfach auch das Gesicht ist natürlich super. Aber das mache ich heute scheinbar nicht, denn du bist clean. Das ist wirklich nice, cool. Nice. Aber ist auch geil, wenn er die ganze Zeit einer von der Seite Kommandos gibt, ey. Hast du aber auch den executed. War wirklich nice. Look at him. Das ist auch Coaching. Das ist die andere Hälfte von Coaching. Die wahre Hälfte.